Das neue Börsenjahr steht vor der Tür und damit stellt sich nun schon traditionell die Frage für den Privatanleger, wie man sich denn nun aufstellen sollte. Eher Aktien oder Renten oder beides oder vielleicht auch nichts von beidem? Fragen dazu an Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer, der dort einen Mischfonds managt. Herr Metzger, wie sind Sie denn mit Ihrem Fonds aufgestellt? Wenn man sich die grundsätzliche Neutralausrichtung des Fonds vor Augen hält, die aus 50% Aktien und 50% Renten besteht, dann sind wir derzeit auch neutral aufgestellt. Das heißt, im weitesten Sinne sind 50% des Fondsvolumens in Aktienstrategien investiert und die andere Hälfte in Rentenstrategien. Dann gucken wir uns das doch mal etwas genauer an. Wie genau sieht beispielsweise der Aktienblock aus? Im Aktienblock muss man sich das so vorstellen, dass wir nicht den kompletten Aktienblock in reinen Aktieninvestments halten, sondern nur ca. 20% in reinen Aktieninvestments investiert haben. Der Rest teilt sich dann auf durchaus defensivere Strategien, wie zum Beispiel Bonusstrategien oder Garantiestrategien. Also wir sind hier nicht bedingungslos den Aktienmärkten ausgeliefert, sondern halten hier durchaus eine Strategiemischung für sinnvoll. Welche Branchen oder welche Regionen favorisieren Sie da? Momentan halten wir sehr große Blöcke in Strategien auf europäische Aktien, insbesondere auf europäische Blue Chips, also auf den Euro Stoxx 50 oder auf den DAX. Weitere Regionen, die wir spielen, sind zum Beispiel die Emerging Markets. Hier halten wir ca. 10% des Aktienblocks in entsprechenden Strategien. Untergewichtet sind wir eher in japanischen Aktien zum Beispiel. Ganz spannend ist ja, dass Sie sagen, Sie sind auch in großen Teilen in Renten aufgestellt. Renten, beispielsweise Unternehmensanleihen, sind ja glänzend gelaufen in diesem Jahr, im Jahr 2009. Wie genau sieht dieser Rentenanteil bei Ihnen aus? Sie hatten es angesprochen, wir sind in Corporate Bonds investiert, also in Unternehmensanleihen, gleichzeitig auch in High-Yield-Anleihen, also in einer noch etwas risikoreicheren Asset-Klasse. Circa 20% des Rentenblocks sind in diesem übergeordneten Bereich investiert. Des Weiteren halten wir aber auch noch eine relativ hohe Cash-Quote bzw. Geldmarktfonds, um eben flexibel auf Marktchancen reagieren zu können und auch das Zinsänderungsrisiko des Fonds gering zu halten. Sagt Fondsmanager Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.